Hallo? Ich will doch nicht. Ich will doch keine Action machen. Ich warte hier im Busch. Oh Gott, ich will doch keine Action machen. Oh Gott! Fuck! Oh Scheiße, das habe ich vergessen. Leute, ein Tipp an euch. An alle Unachtsamen da draußen. Wenn ihr den Molly fallen lasst, verbrennt ihr euch. Und lockt wahrscheinlich die Assis an. Es ist alles noch ganz. Hervorragend. Ich werde nur ein paar Dinger naschen. Nam, 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 nam. Wie kann ich denn jetzt die Waffe wechseln, ohne dass der Molly mir aus der Hand fällt? Fragen über Fragen. Und die Antwort weiß nur ein Kind. Ein Kind. Ein Kind. Hallo. Hallo. Eine Pizza mit Schrauben, bitte. Sie sind ertrunken. Da ist ein Boot. Oh Gott. I found the boat. Yay. Oh. Merkt ihr gerade die Scheißigkeit? Ich kann jetzt ja nicht die Waffe wechseln. Doch, kann ich. Und zwar so. Yeah. Aber wie behindert, oder? Man verliert zu 100% einen Molly. Das, hier sinkt die FPS auf 20. Ich meine, gut, ja, hier wird ja jetzt auch nicht viel, aber trotzdem, hört auf mich jetzt zu belehren. Ja, das langt mir irgendwann mal. Hier mit euren Belehrungen andauernd. Ja, Killer, du musst den Alkohol auch trinken. Nee. Ellebär. Oder ich will coole Sachen finden. Atombombenwerfer zum Beispiel, also was Kleines halt. Habe ich eigentlich Proviant dabei? Ah jo, zwei Riegel. Oh Gott, zwei Riegel. Das ist fast so gut wie drei Riegel. Immer wenn ich gespielt habe, haben mich die Deppen... Was? Hilfe. Immer wenn ich gespielt habe bis jetzt, haben mich die Dödel gefunden, haben mich gejagt und haben mich gefickt und in ihre Höhle verschleppt. Eigentlich ist es in der Höhle ziemlich geil, weil man ja auch diese Pistole da bekommt. Diese Pistole und die anscheinend die beste Axt im Spiel. Von daher, Leute, hallo, ich bin hier, ich möchte verschleppt werden, bitte. Eine Verschleppung zum Mitnehmen. Oh yeah, I think I'm ready. Also, ich bin der neue König hier von dem Dorf. Ich werde jetzt den Varan hier einfach mal als Zeichen meiner Dankbarkeit schlachten. Und dann werde ich wieder gehen. Können Sie mir helfen? Okay. Und dann stellt euch vor, ich komme zurück in unser Kabuff, in unser, ne? Da ist ja da so ein Kuchen. Willkommen zurück. Oh Gott. Gut, ich werde ihn erstmal essen, aber dann. Oh Gott. I need some help. Maybe I find some help in this suitcase. Maybe this is cool. Or maybe not. Let's find it out. Ich bin hier an einer ganz wichtigen Stelle im Spiel angelangt. Seht ihr das? Das ist der, ein Koffer. Der kann die Zukunft sehen. Oh, der ist hingefallen. Wie ungeschickt. What's that? I can see a light. Ja. Jimmy, geh nicht ins Licht. Aber ich muss ins Licht gehen. Schon ein bisschen gruselig irgendwie, aber gar nicht so gruselig. Es war sicherlich dieser Stock, der mich geblendet hat. Dieses Schwein. Da ist ein Boot. Oh yeah. Oh yeah. Aus Popöchen. Das ist doch Schnappesohl, die Schnappelbubble. Ajo. Und Flares. Und Riegel. Oh ja. I love some Riegels. Man kann Bomben bauen. Ja, das ist jetzt, ne, jetzt hätte aufmerksam geworden. Man kann nämlich Bomben bauen. Ha. Hier. Und zwar in diesem Frauenkoffer sind Bomben drin. Ich weiß noch nicht, wie es geht, aber ich zeig's euch. Man braucht das hier. Und das hier. Und nein. Das hier vielleicht? Oh yeah. Ja. Hä? Explosive. Ich bin so gut wie ein Gummihut. Was kann ich doch machen? Vielleicht das hier und das hier? Oh. Meine Taschenlampe brennt dir mal wieder die Augen aus. Ich will jetzt einmal gegen eine nackte Frau kämpfen oder sowas. Ein einziges Mal, bitte. Hey, ihr baut eure Scheiße an meine Scheiße? Ihr seid verrückt. You're so fucking crazy, bruhs. Tja, dann baue ich jetzt auch Scheiße an eure Scheiße. Ist das einer? Nee. Ja, Bären. She's mine. Oh Gott, braucht man dafür viele Sachen. Ist ein bisschen blöd, oder? So viele Sachen. Tja, wo nimmt man zwei Köpfe her? Da darf man nicht kopflos vorgehen. Kennen Sie das? Sie suchen einen Kopf und Nee, der wäre nicht gut geworden. Muss ich jetzt hier unterbrechen, den Witz. Hopp, ich brauche Köpfe. Huhu. Ja, mein Fetchy ist noch nicht fertig, ich weiß. Ich brauche noch verkackte Köpfe. Nee, ich will saubere Köpfe. Wow. Ich habe meine Falle aktiviert. Sie tut gar nicht weh. So. Und jetzt guckt mal, wie die gleich angerannt kommen. Wir verstecken uns jetzt hier. Hinter diesem riesigen Stamm. Sieht man uns? Nee, oder? Nee, man sieht uns nicht. Okay, und jetzt warten wir. Oh, Essen. Wir gehen noch mal kurz schlafen. Ich glaube, dann wird die Zeit vorgespult. Ihr dürft nicht so laut reden. Wir gehen kurz schlafen, dann wird die Zeit, glaube ich, vorgespult. Okay, also. Willkommen bei Jackass. Let's have some fun, bitches. You gonna die. La 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 la. Das macht so Spaß. Ja, Heidenei. Ich hab keinen getroffen, ich bin behindert. Vielleicht treffe ich jetzt jemanden. Oh ja. Da kommt jemand angerannt. Oh fuck. Ah, ihr Deppe. Tschüss. Aua, hey. Er schmeißt. Alden, voll der Verrückte und so irgendwie ab und zu. Ey. Hervorragend. Und wenn ich die Alte jetzt treffe, kriege ich von irgendjemandem von euch ein Spiel geschenkt. Ist egal welches. Ah, fuck. Ich hätte so gern ein Spiel gehabt. Cheers. Ha, wie geil. Nein. Ja, ich war nämlich drauf gefasst. Ihr dachtet noch, ach, Killer erinnert sich bestimmt nicht mehr dran, dass man verreckt, wenn man so. Ich will deinen Kopf. Where is your head? Ganz genau gucken, wo der Kopf fliegt. Kopf. Dass die aber auch in so viele Bröckel fliegen. Da, ach, das ist ein Haas. Ich dachte schon, da rollt der Kopf. Och Mann, hey. Wo lösen die sich, warum lösen die sich so auf, so eklig? Komm schon. Kopf. Au.
Habt ihr gesehen? Was war das? Wurde ich jetzt gerade geschlagen oder wurde ich einfach von einem Stück von dieser Frau gefickt? Mich hat ein Stück Frau gefickt. Oh, das hört sich komisch an. Na, erstmal was essen. Ich habe noch Vitaminriegel, wisch. Die sind gut für die Vitamine. Die machen dich fit, wisch, die Vitamine da drin. Wir haben jetzt schon mal die beste Axt. Die beste. Man kann damit sogar abwehren. Guckt euch das an. Oh, ist das geil, oder? Oh ja. Und das Geile an der Pistole ist, dass sie, ich glaube es, unendlich Munition hat. Und das ist irgendwie cool, oder? Was sagt ihr? Cool oder cool? Unendlich Munition ist cool. Hey, seht ihr, was ist mit euch los? Was ist das überhaupt für eine Frage? Tja, da ich auch schon ein paar Mal aus der Höhle ausgebrochen bin, bin ich schon voll spacey, freaky, tricky, spacey dabei. Also so ein bisschen zumindest. Ich bekomme ein bisschen, jetzt nicht Angst. Männer haben keine Angst. Aber was haben Männer? Eier. Ich bekomme so ein bisschen Eier. Ein ungutes Gefühl in denen, da oben hängt einer an der Decke. Oh, so ein Arschkeks. Der wäre doch nicht das, nein, der da runterspringen, der alte Bunker, der Verschissene. Nee. Oh, warum so hoch? Haha. Ah. Ihr Idiote. Tschüss. Ich geh heim. Oh Gott, wenn jetzt irgendwas von oben runterkommt, genau vor mich, sterbe ich. I'm gonna die. Ich habe im Trailer auch diese Viecher gesehen mit den Armen und sowas. Man denkt sich, oh, aber nee, keine Armviecher mit Armen. Denn hier geht's raus. Zaubermaus, tote Leute von heute. Ich hab gesagt, cool bleiben und ich bleib nicht cool. Raus! Die kommt von hinten, ich hab's gesehen. Ist das eklig? Habt ihr gesehen, meine Axt schießt die Dinger? Jetzt habe ich den Wald angezündet, super. Aber dass ich aber auch von der Leiche getötet wurde. Es ist so ein bisschen, ja. Oder es ist doch so ist es doch ein bisschen. So empfindet ihr das doch auch, oder? Ja. Ist jetzt nicht gerade lustig, aber es ist schon, es hat schon so ein bisschen. Ich habe jetzt Schiss, da nochmal so eine Person zu killen. Also zumindest stelle ich mich nicht mehr genau auf die Leiche drauf, wenn ich auf sie drauf schlage. Das ist vielleicht generell keine gute Idee, so im wahren Leben, oder? Stellt euch vor, unter euch ist eine Leiche und ihr wollt sie zerschlagen. Und ihr stellt euch dafür drauf. Ach, ist das so gut? Ist das so eine gute Idee? Wenn man nicht dreckig werden will, ist das eine gute Idee? I don't know. Okay, nicht. Bitte töte mich nicht, Leiche. Da, das ist der Kopf, oder? Ja. Ja. Nein! Nein! I can't believe it. Ich schmeiß jetzt den Arm weg. Hält mir den Kopf auf und... Da! Okay, bleib da liegen, Kopf. Wir werden uns wiedersehen, Köpfchen. Kopf, ich komme! Bitte roll nicht davon. Bitte, Kopf. Tu mir das nicht, oh. Verlass mich nicht. Köpfchen. Ich will die Gelegenheit beim Shop verpacken und den Kopf... Ja. I just... Jetzt habe ich das erste Mal auch so ein... Ficky gebaut. So eine, ich sag einfach mal ganz freundlich, eine Begrüßungspuppe zur Begrüßung. Da. Ja, oh, es ist ein Meisterwerk. Es ist ein Meisterwerk deutscher Ingenieurskunst. Schaut euch dieses Meisterwerk an. Ich will dem ganz kurz seine Mundwinkel ablecken. Ja, naja. Ja, soweit zu The Forest, zum Schwätzereiteil Forest. Ach, dann versuchen wir noch so eine Bombe kommen. Ich weiß, ihr wollt unbedingt so eine Bombe testen. Ich kenne euch doch. Eine sogenannte Axtbombe. Feuer. Wie geil. Ja, okay, das war's.